Ja, ich bin noch da. Ich gebe nicht auf. Ich lasse nicht los. Dieses Spiel lässt mich nicht los. Ich zieh's durch bis zum Ende, egal was es kostet. Wir spielen Baba Is You. Herzlich willkommen zurück. Eine Weile hat es gedauert nach meinem letzten zweiten Versuch, Baba Is You zu bezwingen. Es ist mir nicht gelungen. Und ich musste in einen kleinen Winterschlaf zurückkehren, um mich zu erholen von diesem Spiel, das versucht, mich zu brechen. Es drückt, es zieht, es haut mich auf sein Knie. Aber noch ist es nicht gelungen. Noch ist es nicht gelungen. Noch bin ich steinhart. In der Zwischenzeit haben ja einige Zuschauer Tipps geschrieben und vielen, vielen Dank. Denn es ist eine hohe Kunst, jemandem Tipps zu geben, ohne ihnen direkt einfach die Lösung zu sagen. Es haben mir ein paar Leute geschrieben, die mir nochmal so ein bisschen das generelle Spielprinzip erklärt haben und so ein paar Hinweise gegeben haben. Und vielen, vielen Dank dafür, weil dadurch, dass ich es nicht so regelmäßig spiele, vergesse ich auch oft Sachen, die ich davor noch gelernt habe. Aber wir versuchen heute weiterzukommen und ich bin gespannt, wie es läuft. Ich versuche, mir keine Tipps aus dem Chat zu holen. Ich weiß, ihr kennt das alles, ihr wisst das alles, ihr wisst das alles gut, aber ich versuche so weit zu kommen, wie es geht, ohne Hilfe. Und ja, wir haben bis jetzt 19 von diesen kleinen Blümchen gefunden und wir starten mal rein. Ich erkläre mal ganz kurz für alle, die es nicht verstehen. Baba Is You ist ein Spiel, ja, und da hört eigentlich mein Verständnis schon auf an der Stelle. Wir starten einfach mal rein in Level Nummer 12. Also, das Besondere an diesem Spiel ist, dass man die Regeln des Spiels selber ändern kann. Also, ich bin dieser kleine Weiße hier, das ist Baba. Aber, und das Ziel ist es, ja, das ist gar nicht so leicht. Also, erstmal kann ich mit dieser Figur Sachen herumschieben, aber ich kann auch die Regeln des Spiels verändern. Also, ich kann zum Beispiel Flag is Push, ja, seht ihr hier diesen Satz, Flag is Push. Und solange der zusammenhängt, kann ich diese Flagge schieben. Ja, und in dem Moment, in dem ich den auflöse, kann ich die Flagge nicht mehr schieben, sondern ich laufe drüber. So, und so funktioniert das gesamte Spiel, dass man die Regel des Spiels ständig wieder verändern kann. Und es wird ab einem gewissen Punkt sehr abstrakt und sehr weird, weil man auch irgendwann seine eigene Spielfigur verändern kann und es ist alles sehr merkwürdig. Und bei diesem Level bin ich letztes Mal gescheitert. Ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde nur an diesem Level gehangen, weil ich nicht wusste, was passiert. Ganz hier oben seht ihr Is Win. Was auch immer hier davor steht, ist dann sozusagen die Gewinnbedingung. Also wenn zum Beispiel ich Flag is Win hier hinkriege, dann muss ich einfach mit meiner Figur auf die Flagge laufen und habe gewonnen. Also selbst die Gewinnbedingung ist sozusagen variabel und kann man immer wieder verändern. Das macht das Ganze natürlich nicht ganz so leicht. So, das konkrete, wir fangen nochmal neu an, weil ich glaube, ich habe jetzt schon was verändert. Das konkrete Problem, das wir bei diesem Spiel hier hatten, war, dass wir haben hier einmal Baba is und dann irgendwas ist Defeat, also egal was da steht, wenn wir darauf stehen, haben wir automatisch verloren und danach is Win. Das heißt, wir haben mit dem Problem zu kämpfen, dass egal was an diesem Punkt hier stehen soll, auch irgendwann davor hier stehen soll, weil wir müssen es ja von unten reindrücken und muss auch hier stehen. Und es gibt gewisse Bedingungen, wo man das Spiel verliert. Zum Beispiel, wenn Baba is ja, das gucken wir uns gleich an. Also, auf jeden Fall haben wir hier den Begriff Crab und hier haben wir die Krabbe. Und das ist erstmal auch so wichtig zu verstehen, denn es gibt sozusagen Repräsentanten und Repräsentationen von diesen Begriffen. Und es müssen aber immer die Repräsentanten hier stehen. Also, wenn jetzt diese Krabbe selber hier steht, Krabbe ist Push, dann funktioniert es nicht, sondern es muss das Wort Krabbe sein. Wir können auch sagen Wort und Bild. Und das Bild selber kann keine neuen Regeln schaffen, sondern immer nur das Wort. Okay, und wir haben hier diese Tür. Und hier steht Baba is open. Und das funktioniert so, dass alles, was open ist, ist sozusagen der Schlüssel. Und damit kann man Türen aufsperren, verschwindet damit aber auch. Ja, also wenn ich jetzt hier reingehe, dann ist die Tür zwar offen, aber ich bin tot und damit kann ich keinen Einfluss aufs Spiel mehr haben. Und das bringt nichts. Deswegen habe ich es bis jetzt immer so gemacht, dass ich das verschiebe auf Flag is open. Und dann kann ich mit der Flagge die Tür aufmachen. Das müssen wir jetzt alles, wir müssen noch ein bisschen reinkommen. Also gib mir jetzt mal eine kurze Minute Zeit, um in diesen Level nochmal reinzukommen, um zu wissen, was los ist. Und jetzt, da Flag is open definiert ist, komme ich mit der Flag da durch und kann mir hier Crab holen. Die Frage ist, was mache ich mit Crab? So, jetzt ist das Problem, dass ich irgendwas hier hochschieben muss. Ich probiere nochmal ganz kurz aus, wenn ich nämlich schreibe, Baba is Crab, dann habe ich verloren. Weil hier steht, Baba is you. Und wenn Baba is Crab hier steht, dann werden alle Babas durch Krebse ersetzt.
Und damit gibt es keine Babas mehr, die ich kontrollieren kann, weil You ist Baba. Und damit kann ich nichts mehr tun und habe das Spiel verloren. So. Das heißt, so funktioniert schon mal erstmal nicht. Ich muss das nur alles kurz nochmal alles für mich zusammenfassen, damit wir das hinkriegen. Und genau, jetzt das Detail, das mir gefehlt hat beim letzten Mal, ist, dass wenn man eine Tautologie schreibt sozusagen, also Baba ist Baba, dann verhindert man, dass Baba mit anderen Begriffen überschrieben werden. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu diesem Rätsel. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich glaube, der Anfang war schon nicht schlecht, dass wir hier schreiben, Flag is open, so dass wir die Flagge benutzen können. Und dann müssen wir ein bisschen kreativ werden. So, aber das ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. Das ist ja unsere Stärke. So, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hinschrieben, Baba is Baba, dann wird sozusagen Baba davor geschützt, von Krabbe überschrieben zu werden. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir Baba is Baba und Baba is Crab schreiben. Dann bleibe ich Baba. Das ist durchgestrichen. So. Und jetzt schieben wir es weiter hoch zu Crab is Defeat. Ist ja erstmal kein Problem. Und dann Crab is Win. Und damit können wir gewinnen. So, das war der Punkt, den ich beim letzten Mal leider vergessen hatte, dass wenn wir X ist gleich X schreiben, dann können wir es sozusagen einrasten, ohne dass wir es verändern können. Okay, jetzt geht's weiter. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir versuchen alles im Gedächtnis zu behalten. Okay, also erstmal langsam. Erstmal, Baba is you. Das sind die Konstanten, das können wir nicht verändern. Also zumindest, vielleicht können wir das hier verändern. Mal gucken. Door is stop. Wir kommen nicht durch Door durch. Irgendwas ist win. Key is defeat. Wall is stop. Wir kommen nicht durch die Wall durch. Key is open. Irgendwas ist shut. Star is push. Okay, wir können Stern pushen, alles klar. Gut. Jetzt haben wir eine Tür und einen Schlüssel. Dann probieren wir doch einfach mal, was passiert, wenn wir den... Ah, wir können... Oh. Key is defeat, hatte ich übersehen. Okay, also wir können Key nicht benutzen. Das heißt, wir müssen mit was anderem die Tür aufmachen. Vielleicht mit Star. So, wenn wir jetzt einfach hier Star is open benutzen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Star is open. Star können wir auch pushen. Achso, aber Star ist jetzt nicht mehr Key. Ah, okay. Star kann nicht drei Eigenschaften haben. Man kann es nicht öffnen, Push und Key haben. Okay, ich verstehe. Star ist Open, Star ist Push, aber Star ist kein Key mehr. Okay. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wall ist Stop. Star ist Push. Das lässt sich nicht verändern. Key ist Open. Wir könnten Star ist... Ach nee. Wir könnten Star is open schreiben. Aber was war gerade das Problem? Wenn wir schreiben Star is open... Moment, dann müsste es doch gehen eigentlich, oder? Mache ich jetzt denselben Fehler nochmal? Okay. Ja, offensichtlich ja. Oh, jetzt habe ich mich selber in die Sackgasse manövriert. Aber was war das Problem, wenn ich schreibe, Star ist... Manchmal muss man denselben Fehler zweimal machen, um ihn zu verstehen. Erster Fehler Charme, zweiter Fehler Verständnis. Ach, geht doch. Ach so, weil nichts ist als Shut definiert. Und nur das, was als Shut definiert ist, kann auch geöffnet werden durch den Schlüssel. Ah, ich verstehe. Aha, okay. Vielleicht kriegen wir dann was anderes als Shut definiert. Wir haben ja hier kein Door, ne? Door ist, wir haben ja kein Door. Door ist hier draußen, Door ist Stop. Dann müssen wir vielleicht was anderes als Shut definieren. Key ist Shut. Wir könnten Key ist Shut machen, dann können wir den Schlüssel zerstören. Das bringt uns aber relativ wenig. Oh, wir könnten auch einfach Wall is Shut machen. Und damit, weil der Stern ja jetzt definiert ist als Schlüssel, kommen wir durch die Wall durch. So, jetzt brauchen wir is Win. Das ist ja, glaube ich...
Ah nee, wir schreiben immer von links nach rechts. Also wenn ich jetzt Win is Key schreibe, geht das nicht. Aber wir können vielleicht das von oben nach unten formulieren. So, Key is Win. Und jetzt ist Key auch nicht mehr Defeat und es müsste funktionieren eigentlich. Yes, okay. Alles klar, weiter geht's. Wir kommen voran, wir kommen voran. Wir haben ja doch ein bisschen länger Zeit. Also wir können auch noch mal so ein Level haben, wo wir komplett scheitern. Also wir haben eine Schmach, haben wir zur Verfügung. Jetzt komme ich hier gerade nicht weiter. Wir kommen von Pink und gehen zu Blau. Der klassische Lebenszyklus. Submerged Ruins. Extra Level. Ah, okay. Wir sind im Zoom-In-Modus. Alles klar. Wall is Stop und Baba is You. Was wollen die Scheißgraben hier? Ja, okay. Was wollen die Graben hier unten? Was wollt ihr denn? Okay. Crab Flag is Defeat is Win. Alles klar. Wenn ich den hier reinschiebe, habe ich Flag is Win, aber Crab is Defeat. Okay. Das ist schon mal naheliegend, dass das nicht funktioniert. Vielleicht können wir... Wir könnten schreiben Rock is You. Dann können wir den Stein kontrollieren. Aber wir kriegen den hier nicht durch gerade, ne? Oder? Wir kriegen den hier nicht durchgeschoben. Wir müssten das reinschieben, um dann Rock is Push, um dann Rock hier hochzubringen, um dann Rock is You zu machen. Was hilft mir das jetzt? Nicht viel, weil es gilt ja immer noch Crab is Defeat und Flag is Win. Aber was wir machen könnten, ist, wir könnten Crab is Push machen. Ah nee, das geht nicht. Wie gesagt, wir haben es wieder falsch rum. Wir haben Push is Crab. Das geht nicht. Push is Crab geht nicht. Was könnten wir sonst noch zu Push machen? Wir könnten Wall is Push können wir auch nicht machen. Wir könnten nur Rock is Push oder Baba is Push. Ey, wir machen Baba is Push und schmeißen Baba in die Krabben rein. Fick dich, Baba, Alter, ich habe ihn noch nie gemocht. Oh, Sekunde. Warte, wir drücken Baba in die Krabben. Mir egal, ob das was bringt, ich will den einfach sterben sehen. Ich weiß, was soll das für ein Tier sein? Okay, Baba ist Push. Eep, 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 eep. Stirb! Oh. Ach so, Defeat gilt nur für mich selber. Ah, okay, vielleicht haben wir jetzt durch unsere Mordlust etwas Wichtiges entdeckt. Baba ist Push. Vielleicht können wir Baba hier reindrücken und uns dann wieder selber zu Baba machen. Aber wie geht das? Weil wir können ja hier nichts als Druckmittel benutzen. Baba is Push, Rock is You. Naja, wir könnten das natürlich verkürzen, indem wir Rock is Baba is You schreiben. Also so zum Beispiel. Oh Leute, ich bin so schlecht im Schieben. Das ist dieser scheiß Stein... Diese scheiß Steinhöhle aus Pokémon Blau, die mich so ankotzt. Ich kann dieses Drecksrumgeschiebe nicht. Das ist nicht meins. Das ist nicht meine Welt. Ich bin eher so ein Hebemensch. Warte mal, können wir jetzt diesen ganzen Quatsch hier einfach benutzen, um Baba durchzudrücken? Nee. Wir klumpen einfach. Oh! Ah, mit Is kann man push. What? Mit Is kann man immer drücken anscheinend. Unabhängig davon, glaube ich, haben wir eine Menge falsch gemacht. Okay, lass uns noch mal kurz schauen. Crab Flag können wir nicht unabhängig voneinander bewegen. Immer wenn wir Flag bewegen, müssen wir das bewegen. Vielleicht müssen wir es gar nicht bewegen. Wir schieben es erstmal ran. Und machen dann... Wir können nichts mit Wall machen, weil man kann nicht von unten nach oben schreiben. Wir könnten Baba is Stop oder Rock is Stop oder so ein Quatsch machen, aber das hilft uns gerade nicht viel.
Wir könnten Crab Flag. Crab is defeat. Wir müssten erst die Krabben wegschieben, um dann das zu aktivieren. Oh, yep. Das wusste ich. Das war ein Test, ob das Programm noch richtig funktioniert. Okay, vielleicht können wir hier. Vielleicht können wir Baba hier parken und dann mit dem Stein das aktivieren? Nee, wie soll das gehen? Vielleicht, wenn wir den. Können wir diesen gesamten Begriff hier einfach reinstopfen? Nee, ne, den können wir nicht bewegen. Ja, und wir müssen den Rock bewegen, um das Wort Rock hier rauszukriegen. Was wir schreiben könnten ist, oh, wir könnten Baba is Wall machen, oder? Kriegen wir den Baba is Wall hin? Warte mal. Angenommen, wir ballern hier Rock raus und schreiben jetzt Rock is you. Und jetzt müssen wir ein Is haben wir, aber wie können wir das Baba bewegen gut? Wir können das Baba nicht gut bewegen. Wenn wir jetzt Baba hier runterkriegen. Nee, You is Wall müssten wir hinkriegen, nicht Baba is Wall. Baba is Wall würde uns überhaupt nichts bringen. You is Wall. Wie kriegen wir You is Wall hin? Ah, guck mal, wir können uns so runterhangeln, oder? Guck mal hier. Rock is you, Baba is you. Rock is you, Baba is you. Rock is you, Baba is you. Und jetzt? You is, nee, you is wall kriegen wir überhaupt nicht hin, weil das definierende Begriff muss links stehen. Wall is you. Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Scheiße. Aber es war eine interessante Idee, oder? Oder ist das das Rätselslösung? Also, wir kriegen nicht. Nee, Wall is you kriegen wir nicht hin. Weil man liest immer von links nach rechts oder von oben nach unten. Okay, wir können also is you können wir nur zu Baba oder Rock machen. Und auch nicht zu Crab oder Flag. Moment mal, ey, was ist denn hier los, Mann? Warum raff ich das denn immer nicht? Rock is push. Vielleicht brauchen wir Crab is push. Oder, ja, genau, wie gesagt, Baba is push, aber dann kriegen wir es nicht weit tief genug reingedrückt. Criffle Airbrag. Warte mal, jetzt lass mich, gib mir mal eine Sekunde jetzt. Was denken wir hier falsch? Baba is you. Wall is you kriegen wir nicht hin. Rock is you kriegen wir hin, aber mehr auch nicht. Crab is defeat. Wir müssen den Stein bewegen, um irgendwas durch diese Lücke jetzt, durch diese Ecke hier zu kriegen. Ansonsten kriegen wir es nicht durch. Also vielleicht müssen wir schon irgendwas machen, bevor wir den Stein darüber schieben. Was können wir alles hier machen? Wir könnten vielleicht Baba is Wall hinkriegen, mit viel Glück. Aber das bringt alles nichts. Den Begriff können wir nicht vertikal verschieben. Moment, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Wieder diese scheiß Krabbe, ey. Alle Level mit Krabben sind zu schwer. Wall is stop. Das kriegen wir nicht aufgelöst.
Wall is Push kriegen wir auch nicht. Wir können nichts mit Wall machen. Da können wir uns mal schon von verabschieden. Wir können Baba verändern. Wir können Rock verändern. Und wir können Push machen. Ah, oder Moment mal. Wenn ich Rock is Push aufhebe, dann kann ich da ja Sachen auch dann kann ich da ja drauf gehen. Ah, das heißt, ich muss den gar nicht unbedingt reinschieben. Okay, okay. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Jetzt, wie geht's weiter? Jetzt geht's weiter mit Rock is. Warte, jetzt könnten wir. Was wir jetzt machen könnten, ist, wir könnten den entweder Baba oder Rock in die Kammer da reindrücken. Baba is you, Rock is you. Wenn wir beides machen, jetzt pass mal auf hier. Oh, yep, das wusste ich. Ich wollte nur kurz gucken, ob noch alles in Ordnung ist. So, warte mal, jetzt kann ich. Jetzt muss ich Baba auflösen. Nein! Nein! Nein, der darf nicht auf der Krabbe stehen bleiben! Nein! So. Okay, 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 okay. Alles cool, alles cool, alles cool. Jetzt müssen wir das reindrücken. Und dann wieder Baba is you machen. Oh nein! Jetzt. Moment, was passiert, wenn ich es gleichzeitig auflöse und gewinne? Ach so, dann bin ich nicht mehr Baba. Ah, aber wir können es wieder hochschieben. Yes! Nice! Okay, alles klar. Weiter geht's. Sunken Temple. Alles klar, Mann. Locker. Locker. Okay, Baba is you. Wir haben wieder diese Scheißkrabbe. Okay, das sieht sehr ähnlich aus wie der Level davor. Nur jetzt wird's abstrakter. Jetzt haben wir Jellyfish. Jelly is push. Flag is win. Crab is defeat. Also ich kann den Stein nicht schieben, doch Rock is push, Jelly is push. Beides trifft zu. Also, wir kommen jetzt aber definitiv gar nicht durch, ohne diese Klausel zu aktivieren. Okay. Genau, jetzt können wir es wieder genauso machen wie vorher hier. Wir lösen das Rock is push auf. Damit können wir das Rock rausnehmen. Und jetzt ist die Frage, ob wir es einfach genauso lösen können wie davor. Nein, weil jetzt ist ja diese Klausel definitiv schon aktiviert. Und wir würden sterben, wenn wir kommen nicht über die durch die Krabbe durch. Also wenn wir es genauso machen wie davor. Wir können auch nicht Crab is Push schieben. So. Oh! Doppelbaba! Kann ich einen sterben lassen? Löst der sich denn die Krabbe auf? Nein. Können wir die zumindest mal nebeneinander bringen? Ja, okay, alles klar. Sind schon zu zweit, das ist schon mal ein Vorteil. Was genau ist der Vorteil? Jetzt ist Rock is Baba. Ah, jetzt wurde der Rock in Baba verwandelt. Und der Rock ist weg. Alles super spannende Spielmechaniken, die mir leider gar nichts bringen. Leider gerade gar nicht. Komm, schieb das zusammen. Warte mal, was passiert, wenn ich Baba is Push? Ah, das geht nicht. Warte, ich glaube, wir müssen nochmal neu anfangen. Ich glaube, wir müssen schon irgendwas machen, bevor wir den Stein schieben. Wir können nichts machen. Ich kann mich hier reinlegen schon mal. Das ist schon mal. Flag is defeat momentan. Okay. Ich leg mich hier rein und dann passiert rein gar nichts.
Baba SEO sollte ich lieber nicht auflösen. Also ich muss zumindest den hier machen. Oder? On is stop, rock is push, sheep. Aber jetzt komme ich nicht mehr durch die Krabbe durch. Das ist jetzt leider unmöglich. Jelly is push. Kann ich Jelly is push irgendwie auflösen oder irgendwas? Warte, wir müssen klüger werden. Wir müssen nicht, dürfen nicht immer dasselbe machen. Also, ich muss das hier reinschieben, um das zu aktivieren. Dann kann ich aber nicht, mich nicht mehr hier rein sneaken und meine Identität ändern. Was ist, wenn ich mit dem Begriff Baba is you das schiebe? Das bringt nichts, weil ich Baba nicht vertikal verschieben kann, solange ich keine andere Identität habe. Ich kann es nur hier an die Seite schieben. Das bringt aber rein gar nichts. Ein Feld zu verschieben ändert überhaupt nichts an der Situation. Ich muss zwei Felder schieben. Ich kann hier nichts. Okay, wir müssen noch mal ganz kurz klug sein. Gibt es irgendwas Sinnvolles, was wir machen können, bevor wir den Stein schieben? Wir können hier reingehen in die Kammer, aber dann können wir nichts mehr machen. Wir können hier mal nutzlos sterben. Gut, okay. Baba is you, können wir weder verschieben, können wir nach links oder rechts verschieben, es bringt nichts. Ich glaube, wir müssen einfach das hier machen. Anders geht's nicht. So, jetzt stehen wir vor dem Problem, dass alles, was durch an die Flagge will, muss auch zur Krabbe. Wir können jetzt natürlich wieder Rock is push aufheben. Können wir dann hier noch irgendwas machen? Hier das reindrücken oder so? Nee, ne, das geht nicht. Hier ist dann einfach vorbei. Alles, was wir noch machen können, ist Rock hier rausnehmen. Und wir können natürlich Rock is you, Baba is you, die gute alte, das gute alte Revival. Können wir wieder anstimmen. So. Und jetzt kann ja einer der beiden durchaus sterben. Aber das bringt nichts. Und zusammendrücken. Er hat seine kleine Steinkugel. Mega gut. Mega gut. Okay, das war doch schon mal ein Erfolg. Zumindest, das war schon mal, zumindest schon mal ein seelischer Erfolg. Ich krieg das Jellyfish nicht rein. Ich krieg Baba is Rock und Rock is Baba, aber das bringt alles nichts. Baba is Push. Das hilft alles nichts, Freunde. Das hilft alles gar nichts. Das hilft uns nichts. Aber das haben wir vorhin auch gedacht und dann kam irgendwann der Moment. Wir kriegen die Krabbe nie zu Crab is Push. Das ist alles unmöglich. Wir kriegen die nicht weggeschoben. Rock is you. Baba is Rock. Rock is Baba. Dann habe ich doppelt. Ich kann doppelt Baba, doppelt Rock. Alles ist möglich, aber nichts davon ist hilfreich. Rock is You. Wenn ich dann einen davon sterben lasse, das bringt. Baba ist weg. Das hilft mir halt nichts. Jetzt habe ich den Begriff Baba frei. Kann ich mit dem irgendwas machen? Oh, sorry. Mit Is kann ich jetzt was machen. Aber das kann man auch nicht schieben. Aber ich, was ich noch hinkriege, ist Baba is. Vielleicht muss ich Baba da reindrücken. Wenn ich Baba is Push hinkriege, kriege ich Baba vielleicht dann reingedrückt? Weil ja Defeat nur auf die Figur effektiv ist, die man selber steuert. Also Defeat hängt sich immer an You auf. Also, dann machen wir mal das. Vielleicht klappt's so.
Rock. Warte mal, wir holen uns erstmal das Push hier von unten. Sodass wir Baba... Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Warte, ich glaube, es ist schneller. Wir machen es nochmal neu. Ich muss die Phrase genau präzise anordnen, damit das Sinn ergibt. Und zwar machen wir es folgendermaßen. Wir legen die genau übereinander, sodass ich gleichzeitig Rock is you... Nee, das geht nicht! Doch, das geht. Warte, pass auf. So. Und dann nehme ich das Push und schiebe damit das you nach oben. So. Und dann habe ich ja Rock is you und Baba is push. Und dann drücke ich Baba über die Krabbe in die Kammer rein. Scheiße, das geht jetzt nicht. Wir hätten alles noch mal eins nach rechts, links schieben sollen. So. Zack. Und jetzt kriegen wir Baba auch geschoben. So. Oh nein! Shit, warte mal. Jetzt müssen wir das hochschieben. So, das, genau wie wir es vorher hatten. Ja. Und jetzt kriege ich Baba hier runtergedrückt. Aber Crab ist halt nicht Push, ne? Das bringt ja auch nichts. Wenn ich jetzt... Jetzt kann ich überhaupt nichts mehr machen. Jetzt frisst sich mein trauriges Dasein als Stein. Und das war's. Okay, wir müssen denken. Pass auf. Wir müssen nochmal unsere Denkmütze aufsetzen. Was ist eine potenzielle Gewinnbedingung? Ist, wenn wir es hinkriegen, Baba auf diesen Punkt hier zu schieben, um dann wieder die Identität von... Um dann wieder Baba is you zu aktivieren. Dazu müssen wir Stein werden. Baba... Aber wir können Baba nicht auf diesen Punkt hier schieben. Solange nicht irgendwie Crab is Push oder sowas aktiviert ist. Jelly is Push. Ja, aber Jelly bringt mir nichts. Nee, damit können wir einfach nichts machen. Aber wenn, also wir haben Baba auf die Krabbe bekommen, aber dann kriegen wir es nicht weiter. Ich glaube, mit einem Is kann man auch nicht schieben. Man muss es halt als Push definieren. Und wir, solange wir Baba als Push definiert haben, können wir nichts anderes zusätzlich noch als Push definieren, um Baba da durchzudrücken. Oder kriegen wir es doch hin? Dass sowohl Baba ist Push als auch Rock ist Push. Aber wenn Rock ist You und Rock ist Push, was heißt, das bringt ja gar nichts, weil wer pusht mich denn dann? Wer pusht mich? Ich hab keinen Gino oder so, der mich pusht, ich bin alleine. Ich bin alleine Stein. Okay, lass uns noch mal ganz kurz unsere Instrumente betrachten, was wir alles haben. Wir haben Rock. Wir kriegen hin, Rock is you und Baba is push. Aber solange Wall is stop ist, kommen da nicht durch diese dumme Krabbe durch. Was kriegen wir noch hin? Warte mal, was haben wir noch? Wir haben Rock is you und Rock is Baba. Beides sinnlos. Wir müssen irgendwas, das nicht you ist, über die Krabbe schieben, um dieses Etwas dann wieder zu you zu machen, um uns die Flagge zu holen. Ich glaube, das muss es sein.
Aber das geht nicht, weil wir können hier nur einmal schieben. Ansonsten sterben wir ja. Das bringt nichts. Bringt alles nichts. Obwohl, wenn wir zwei Leute haben, kann ja einer sterben und der andere... Warte mal. Warte mal, was ist denn, wenn ich... Nee, das bringt nichts. Warte mal, wie kann das denn funktionieren? Wenn ich zu zweit bin... Habe ich keinen Vorteil davon, wie so oft im Leben. Man denkt sich, das ist alles so schön, aber am Ende denkt man sich, wozu, was soll das? Rock is you. Ja, fuck, Mann, ey, irgendwas raffig, irgendwas, ist bestimmt total simpel und irgendwas raffig hier einfach nicht. Aber ich meine vorhin, als Baba hier auf der Krabbe stand, da hätte ich Baba ja nicht wieder zurückmorphen können, weil sobald Baba is you, greift Defeat und Crab is Defeat. So sollte das Scheißspiel eigentlich heißen. Nicht Baba is you, sondern Crab is Defeat. Aber vielleicht hatten wir da was. Vielleicht hatten wir da was. So, wie war das jetzt nochmal? Schieben das alles zur Seite. Rock ist. Ich glaube, wir müssen Baba pushen. Wir müssen Baba pushen. So. Rock ist hier. Ich meine, dieses Spiel können wir den ganzen Tag spielen. Baba is push. So hatten wir es, ne? So, ich schieb Baba da drauf. Aber jetzt komme ich nicht weiter, weil ich kann das hier auch alles nicht mehr auflösen. Was müsste hier stehen, damit wir jetzt weiterkommen? Hilft uns Rock is Push auch nicht eigentlich. Wir könnten irgendwas hier hinschreiben, irgendwas ist Stop. Aber was? Baba ist Stop? Ja und dann? Rock ist Stop. Bringt uns auch nichts. Was muss hier stehen? Rock is you, Baba is push. Wir können Baba nicht ein Stück weiter schieben. Es geht nicht. Geht das? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ja, wir müssen unsere Gedankengänge nachvollziehen. Können wir Baba noch woanders hin pushen? Könnten wir Baba hier rüber pushen vielleicht. Bringt das irgendwas?
Nee, solange Jelly. Solange Jelly ist, Push hier steht, bringt das alles nichts. Und es würde mir auch nichts bringen, wenn ich zu zweit wäre, weil dann würde man trotzdem sterben. Solange einer von den beiden is you ist, hat man verloren hier. Es bringt nichts. Es bringt alles nichts, Freunde. Es ist alles sinnlos. Einzige, wie gesagt, wir könnten vielleicht ein Is rauskürzen. Mit Is kann man nicht schieben, soweit ich weiß. Is ist nicht Push. Oder? Erstmal hier hinschieben. Baba is stop. Rock is stop. Können wir irgendwas Sinnvolles mit stop machen? Push? Nee, das bringt nichts. Dieses scheiß stop bringt uns gar nichts. Ja, jetzt haben wir uns eingebaut. Fuck ey, fick dich ey. Sind wir gerade in so einem super ultra Bonus Level, der irgendwie super krass ist oder so? Wir können jetzt nochmal drüber nachdenken, ob wir irgendwas machen können, bevor wir diesen Stein bewegen. Aber ich glaube, es ist nicht möglich. Wir haben keinen Begriff zweimal. Wir können nicht so eine Überschreibungsschutzding machen. Was ist, wie geht das denn? Wie soll das gehen, Rock? Rock is Baba, Rock is you. Das bringt nichts. Rock, ja, Rock is you, aber was dann? Können wir ausschließen, dass dieser Begriff hier unten in irgendeiner Weise sinnvoll modifiziert werden kann? Wall kann für nichts verwendet werden. Stop kann nur noch Baba is stop oder Rock is stop, was beides nichts bringt, in meiner Meinung nach. Rock ist. Ja, wir kriegen nicht. Also, wir können ja zwei Rocks bekommen, aber dann verlieren wir Baba. Oder zwei Babas, dann können wir. Haben wir zwei, die wir so rüberschieben können, aber nicht ohne, dass wir die selbst sind. Baba is Rock. Rock is you. You is Push. Baba is Push. Ich dachte, das wäre die Lösung. Warte mal, wenn irgendwas Stopp ist, dann kann man nicht drüber laufen, ne? Wall is Stopp ist dann einfach blockiert. Was ist hier los? Was ist hier los, Freunde? Ich werf einen Blick in den Chat. Ohne, dass ihr mir einfach die Lösung sagt, vielleicht ein Tipp. An alle die Freaks da draußen. Einen heißen Tipp, der noch nicht alles verrät. Okay.
Hau raus, kritische Masse. Mit nur einem Is arbeiten. Okay, alles klar. Das als Tipp hilft mir. Mit nur einem Is arbeiten. Okay. Mit nur einem Is arbeiten. Mit nur einem... Ah, okay. Also, dass wir sowas schreiben wie Rock is Push und Baba is You. Also, dass wir dieses so eine Kreuzformation benutzen. Ja, das sieht gut aus. Aber was hilft es? Rock is Push. Okay, neu denken. Was können wir mit einem Is Sinnvolles formulieren? Wir können schreiben... Baba is you, Rock is push. Was ist der Sinn? Was ist uns damit geholfen, dass wir ein Is eingespart haben? Is push. Baba is push, Rock is you. Und dann, was machen wir mit dem weiteren Is? Dann können wir... gar nicht. Parken das mal hier. Ich weiß, man darf Dinge nie am Rand parken. Jetzt kriegt man sie nie wieder zurück. So, Rock is Push. Baba is Push. Rock is You. Ich weiß ja noch nicht mal, was da stehen müsste, damit es funktioniert. Wie soll ich das denn dann erfolgreich... Ich hoffe überhaupt nichts mehr. Komm, einen gebe ich noch im Chat. Jetzt aber, er hat's fast. Oh Mann, das hasse ich immer, wenn Leute schreiben, er hat's fast und ich nicht im Ansatz verstehe, was ich habe. Aber man kann doch mit Is nichts schieben. Das haben wir doch jetzt schon geklärt. Oder wir haben doch, das habe ich jetzt schon wirklich mehrfach probiert, dass man mit Is nichts schieben kann, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Können wir mit Is was schieben? Ah, jetzt haben wir den Rock nicht mehr, warte mal. Aber sorry Leute, man kann doch mit Is nichts schieben. Oder kann man damit andere Sachen anschieben, oder wie? Ich bin jetzt leider zu dumm, da ein Beispiel dafür zu kreieren. Thank you.
Jetzt brauchen wir nur noch Push is you und wir haben gewonnen. Wir schieben jetzt einfach alles da durch. Ich bin zu dumm. Ich bin einfach fucking zu dumm für dieses Spiel. Kommt schon. Wir reihen alles auf und schieben alles durch. Ich muss jetzt einfach einmal für meine mentale Gesundheit testen, ob man mit Is was schieben kann. Mal an den Rand schieben, aber ich verstehe nicht, wie es sonst gehen soll. So, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ach Mann, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Bitte habt ein bisschen Geduld. Oh Mann, das ist so doof. Ich finde es so doof, mit diesen Is-Dingern dann zu spielen. Ich weiß nicht, wie genau die beschaffen sind. Warte, jetzt Baba ist Push. Oh Mann. Komm her, du Sau. Das ist so ein Trauerspiel. Versteck dich nicht. Hinter dem Push jetzt. Das ist nicht dein Ernst. Das war halb genial. Leute, ganz verstehe ich's nicht. Warte. Und jetzt können wir mit dem Is schieben? Yes, das geht. Okay, es geht. Jetzt nicht dumm sein. Wir brauchen Baba Is You. Oh. Das geht nicht. Wie kriegen wir jetzt Baba Is You hin? Kann ich mein Is wieder haben? Hallo, schön. Kann ich mein Is wieder haben, bitte? Jetzt müsste man wieder zu zweit sein. Warte. Jetzt müsste ich den halt hier runterschieben können. Komm, fuck jetzt. Okay, wir müssen jetzt so weit in die Zukunft planen jetzt. Das ist ja echt unmenschlich. Wie kann jemand dieses Spiel spielen? Okay, also. Oh Mann, wir müssen es jetzt so hinschieben, dass wir. Wir brauchen einen effizienteren Weg. Warte, vielleicht ist es besser. Ich glaube, wir müssen ihn schon einen nach links schieben. Vielleicht ist das aber auch schon der Fehler. Aber ich glaube, wir haben ein Licht am Ende des Tunnels. Wir haben ein Licht am Ende des Tunnels. Push, Baba is you. So, jetzt können wir das alles nach unten schieben.
Aber wir müssen ja rechts noch eine Bahn frei halten, damit wir irgendwas dann wieder runterdrücken können. Aber vielleicht ist es klüger, das gesamte Konstrukt eher nach unten zu schieben als nach oben. Nee, ist dümmer. Aber jetzt scheitert's an der fucking Steintunnel aus Rot und Blau. Ich hasse dieses Geschiebe, Mann! Jetzt denk doch mal nach. Wir schieben den jetzt. Ey, wir machen kurz eine Werbung. Ich entspanne mich und dann sind wir gleich wieder da. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen den fucking Level hin. Ich guck mir das nochmal ganz genau an. Herzlich willkommen beim Niedergang von Florentin Will, auch Baba SU genannt. Wir sind zurück, wir sind weiterhin in dem Level mit Krabben und Quallen. Ich glaube, ich war gerade sehr nah dran. Ich habe mir gerade überlegt, wie es aussehen müsste, dass ich gewinnen kann. Weil wir schieben das Is hier runter, also hier dann der Baba, hier Is, schieben es rein. Und dann muss ja hier stehen, Baba is you und hier Rock is push. Und dann müssen wir Rock eins nach links und eins nach unten schieben, damit Rock is you steht. Damit brauchen wir über dem Is immer zwei Felder frei. So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, diese ganze Konstruktion von gerade hinzubekommen, sodass immer zwei Felder über Is frei bleiben. Baba kann ganz links sein, glaube ich, das ist egal. Weil wir am Ende schieben wir hier von Rock oben runter und Baba wird zu Rock. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, zwei Felder müssen über Is frei bleiben, damit das am Ende das Endprinzip noch möglich ist. So, das heißt, ich kann das erstmal hier hinbauen. Das ist okay. Wir dürfen einfach nur das Is nicht verschieben. So, jetzt, jetzt müssen wir das nochmal rekonstruieren, wieder hinkommen gleich. Wir gucken mal so. Und jetzt haben wir. Jetzt brauchen wir Baba is Rock. Rock is Push. Nee, Entschuldigung, falsch. Rock is you. Jetzt können wir beides eins nach unten schieben, glaube ich. Zu Baba is you. Und jetzt brauchen wir. Rock. Is push. Wir machen es mal andersrum. Haben wir leider ein Problem mit dem is, aber das ist okay, das kriegen wir raus. Ich glaube, ich bin bescheuert. Es tut mir wirklich leid, ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Wenn ihr keine habt, dann könnt ihr auch einfach skippen. Weil ich bin einfach nicht so schlau. Ich krieg das einfach nicht so schnell hin. Ah, jetzt gleich hat mich wieder eine Sackgasse manövriert, ey. Wir fangen nochmal an. Sorry. Ich weiß, ihr dreht durch, aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Das gehört dazu. Mein Leid ist euer Leid, da müssen wir zusammen jetzt einfach durch. Ich glaube, wir müssen das erstmal eins nach links schieben. So, ich glaube, das ist besser. Und jetzt brauchen wir einmal Rock is you. Ich sehe nur im Augenwinkel, wie der Chat rotiert. Und einfach, oh, wie dumm. Aber ist okay, gebt mir einfach eine kleine Chance. So, Rock is you. So, Sekunde.
Jetzt brauchen wir Rock is you. Und dann, jetzt müssen wir irgendwie zu Baba is push kommen. Jetzt kriege ich dieses Scheißfeld hier wieder nicht runter, ey. Warte mal, hier muss Baba is... Nee, Rock is you... Sekunde. Wie muss es am Ende aussehen? Da muss stehen, Rock is you... Nee. Rock is you, Baba is push. Ich glaube, wir können eins einmal nach links schieben. Das ist leider ein bisschen kleinteilig. Das ist leider ganz meine ganz große Schwäche, dieses Hin- und Hergeschiebe. Da habe ich einfach nicht genug räumliche Vorstellungskraft dafür, das genau zu planen, wo das dann alles sein muss. Vielleicht werde ich im Laufe des Spiels besser, vielleicht aber auch nicht. Da müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Okay, so, jetzt glaube ich... Jetzt dürfen wir es nicht nach oben schieben, weil über U muss immer noch 2 Platz sein. Das heißt, wir können nur das machen. Rock. Und jetzt können wir, glaube ich, wieder das nach unten schieben. Und jetzt kriegen wir aber Baba nicht wieder nicht hoch. Mann, wie war das denn gerade? Das schon noch eins rüberschieben, oder? Aber dann kriege ich das Is wieder nicht zurück. Jetzt haben wir Baba frei. Kriege ich den jetzt um die Ecke? Wie kriege ich den jetzt um die Ecke? Kriege ich den jetzt hier um die Ecke? Können U nicht bewegen? Vielleicht können wir nochmal mit Baba... Is you arbeiten, aber dann kriegen wir Baba nicht mehr nach rechts zurück. Ich krieg Baba nicht an die richtige Stelle, leider. Baba muss ja hier. Nee, stimmt, Baba ist hier. Ah, dann geht's. Ja. Nee, dann kriege ich Is nicht auf die richtige Stelle. Sorry, ich war gerade verwirrt, wo es stehen muss. Es muss jetzt hier sein. Aber jetzt kann ich Push auflösen. Hilft mir auch nichts.
Darf Push nur nicht nach links schieben. Ich krieg das Is nicht an die richtige Stelle. Weil ich kann U nicht verschieben. Ich weiß nicht, ob das Kreuz hier sein muss oder ob es nicht... wo es am Ende sein muss. Wir können hier jetzt nicht mehr Baba is you schreiben. Baba is push. Ich krieg das ist nicht mehr an die richtige Stelle, leider. Ich glaube, wir sind in der Sackgasse. Ich kann jetzt auch, weil ich müsste jetzt das da runterschieben, dann einmal nach rechts schieben. So, dann nach rechts schieben. Dann mache ich Baba nach links und Baba nach unten. Dann bin Baba wieder ich, you, und dann kann ich einen Schritt nach rechts gehen. Ich krieg nur nicht das Is zu richtig. Ich krieg nicht das Is nach links von Baba. Ja, wir müssen nochmal neu. Ich glaube, wir müssen es nochmal neu machen. Also, gerade stand das Is ja hier, ne? Hier war das Is. Vielleicht darf es wirklich nur. Vielleicht muss es hier stehen. Aber immer, wir gucken mal. So, wo muss dieses Rock hin? Können wir es auch von unten machen? Vielleicht können wir es von unten machen. Ich muss leider ein bisschen experimentieren, weil mir einfach die räumliche Vorstellungsgabe fehlt, das genau vorauszuplanen. Deswegen muss ich es ein bisschen rumprobieren. Weil das ist nicht ganz so leicht. Jetzt, was passiert jetzt? Jetzt können wir ein Baba is push vielleicht irgendwie hinkriegen. Aber wo? Dann ist Baba aber ganz links. Das darf er nicht sein. Der darf nicht ganz links sein. Wenn wir das jetzt nach oben schieben, ist Baba nach oben. Das darf auch nicht sein. Das können wir machen, aber das darf nicht sein. Push is... Baba is push, okay. So, jetzt ist es so ein bisschen weird, weil wir jetzt immer irgendwie Baba bewegen, während er pushbar oder auch nicht pushbar ist. Das check ich selber nicht ganz. Das ist so ein bisschen Gefummel. Nee, es darf nicht ganz links stehen. Vielleicht können wir jetzt nochmal mit einem Baba is you arbeiten. Kriegen zumindest Baba an die richtige Stelle. Jetzt, wie kriegen wir jetzt das Is an die richtige Stelle? Wir dürfen Baba nicht nach oben schieben. Wir müssen es eigentlich... Wo kann das Is jetzt hin? Können wir jetzt die gesamte Konstruktion noch einmal verschieben? Oh, sorry. Indem wir noch mal sowas machen.
Nee, das bringt nichts. Wir rödeln nur hin und her. Komm, jetzt bleib dran. Wie kriegen wir das Is hier nach unten? Wo kam dieses Is her? Irgendwo. Ich glaube, wir haben ganz am Anfang einen Fehler gemacht, den ich jetzt nicht mehr korrigiert kriege. Es geht nicht. Ich krieg das Scheiße. Ja. Ah, doch. Wir können Rock Issue noch mal zur Seite schieben. Oder wir dürfen es einmal zur Seite schieben, weil wir brauchen am Ende nur Baba ist. Was hilft mir das jetzt? Das hilft mir leider nicht so viel. Ah, oh Mann, ich krieg dieses Scheiß ist da nicht hin. Ich glaube, das war falsch, das einmal nach links zu schieben. Ich krieg das Is nicht nach unten. Aber vielleicht dürfen wir es noch einmal nach. Nee, wir dürfen es nicht nach oben schieben, weil wir müssen ganz am Ende hier Baba ist auf runterdrücken. Das dürfen wir nicht machen. Unabhängig davon, dass es uns nichts hilft. Was ist, wenn wir das nach rechts schieben? Das geht. Das einfach nach rechts schieben. Jetzt haben wir Baba ist. Push. Dann schieben wir ihn rein. Dann Baba is you. Nice! Okay, sorry, ich stand auf dem Schlauch. Ich habe nicht daran gedacht, dass man einfach alles nach rechts schieben kann. Kam wahrscheinlich tausendfach im Chat, aber sorry, ja, ich weiß, dumm angestellt, aber ja, tut mir leid, gewöhnt euch dran, anders wird nicht besser. Okay, aber wir haben den Bonuslevel, glaube ich, durch. Und jetzt geht's weiter hier, glaube ich. Solitary Island, perfekt. Okay, ich würde sagen, wir fangen bei 0 an, oder? Ist immer ein gutes Zeichen. Poem. Okay, wir haben Rose is red, Violet is blue, Flag is win, Baba is you. Sehr schön. Okay, also, Wall is stop. Was bedeuten jetzt diese Farben? Rose, Violet, Baba is you, wir können erstmal machen Flag is you, was relativ schnell zu einer Beendigung dieses Spiels führt, weil wir nicht mehr rauskommen. Also, das ist es nicht. Können wir diese Blumen schieben? Nein, können wir nicht schieben. Aber wir könnten das hier schieben, dann sind wir auch wieder nur bei Flag is you. Aber wir könnten zum Beispiel alles nach unten schieben, dann sind wir auch bei Flag is you. Wir könnten aber auch alles nach. Okay. Was ist ein potenzieller Sieg? Ein Sieg wäre, wenn wir hinkriegen, Rose is win. Aber wenn wir alles nach unten schieben, haben wir Flag is you und wir haben verloren. Also müssen wir irgendwie anders rangehen. Ah. Red, blue. Können wir verschieben. Soweit wir wollen eigentlich. Wir haben genug is es. Und jetzt können wir zum Beispiel das Violet hier reindrücken. Ich weiß nicht genau, was es bringen soll, aber wir gucken einfach mal. Okay, bringt. Ja.
Violet sind halt jetzt nicht mehr blau. Okay, gut. Aber wir könnten Rose is blue machen. Jetzt sind Rosen blau, alles klar. Ist jetzt aber auch nicht so spektakulär. Was können wir sonst noch machen? Flag is win, Baba is you. Können auf jeden Fall eine ganze Menge Isses hier rauskriegen. Was können wir mit denen machen? Nicht so viel. Weil das Problem ist ja, Baba steht über Flag. Das heißt, wir können Baba immer nur ersetzen durch Flag. Und wenn wir You verschieben, können wir es nur nach oben verschieben. Eigentlich müssten wir einen von diesen Begriffen hier irgendwie rausziehen. Ich glaube, wir müssen es nochmal machen. Ich glaube, das mit dem Violet bin ich falsch umgegangen. Gibt es eine Möglichkeit, einen dieser Begriffe hier rauszuziehen, um ihn nach O unten zu schieben? Was will uns diese Lücke in der Mauer hier sagen? Wir können das Violet reindrücken. Und wie geht's dann weiter? Können wir Rose rausnehmen? Okay. Dann können wir Rose nehmen. Hier unterschieben. Und dann können wir ein Rose is you hinkriegen. Rose und Baba ist win. Jetzt gehen wir mit der Rose auf Baba und haben gewonnen. Okay, cool. Sehr gut. Alles klar. Okay, cool. Weiter geht's. Float. Baba ist you. Ich kann hier ausbrechen. Oh, Baba ist float. Oh, ich kann fliegen oder was? Ah, okay. Ich kann außerhalb von diesen Bodenplatten mich bewegen. Okay. Flag is win. Ah, ich fliege über der Flagge, also kann ich nicht gewinnen, solange ich fliege. Verstehe. Okay. Ich kann die Steine... Kann ich auch im fliegenden Modus bewegen. Okay. Rock is push. Okay, was machen wir jetzt? Flag is float kriegen wir nicht hin. Baba is float kriegen wir, glaube ich, auch nicht auseinander. Was wir auseinander machen können, ist Wall. Aber über die Wand kann ich nicht, über die Wall kann ich nicht fliegen. Rock is push. Oder müssen wir die Flagge in diesen schwarzen Bereich hier schieben, um zu gewinnen? Flag is win. Also wir sind auf jeden Fall auf demselben Niveau wie Rocks, weil wir sie schieben können. Das heißt, wenn wir Rock is win bekommen, dann sollte es klappen. Vielleicht kriegen wir das hin, Rock is win. Weil Rock is push und somit... Ah, aber wir pushen den dann immer weg. Das heißt, wir müssen Rock is push auf jeden Fall auflösen, weil wir ihn jetzt immer vor uns her schieben. Jetzt noch klappt. Ah ne, jetzt fliegen wir anscheinend über dem Rock drüber. Rock is push. Okay, wir müssen irgendwie mit dem neuen Wort Flag, mit dem neuen Wort Float umgehen. Das fliegt. Rock is win, Rock is push. Wir können nichts, keinem weiteren Begriff die Eigenschaft Float zuweisen. Wir können Baba Sachen was zuweisen. Baba is. Wir könnten einfach Baba is win schreiben. Das wäre, glaube ich, so die einfachste Variante. Womit wir überhaupt nicht die Mechanik des Floats benutzen. Aber jeder schmierige Sieg ist mir wichtig, weil ich ohnehin schon hinterherhänge. Baba is win müsste klappen, oder? Yes! Baba ist win. Scheiß auf die neue Mechanik. Wie, du willst, dass ich hier in dem Dungeon die Bomben benutze? Fuck it. Ich mache alles mit meinem Bumerang. Warm River.
warm. River Baba is you and float. Water is hot. Flag is win. Baba is melt. Skull is defeat and float. Okay. Also, die Totenköpfe sind auf meiner Höhe. Somit sterbe ich. Somit komme ich nicht an die Flagge. Flag is win ist eine Konstante, da kann ich nichts dagegen machen. Water is hot. Also, angenommen, ich nehme jetzt hier float raus. Nehme ich mal an, dass ich im Wasser sterbe, weil Wasser heiß ist. Gut. Baba is melt. Aha, melt ist anscheinend die Eigenschaft, bei hot zu sterben. Verstehe. Das können wir auch nicht trennen. Wir können ein etwas anderem. Water is hot, Baba is you and float. Skull is defeat and float. Aha, okay. Aber im Fliegenzustand können wir trotzdem alles schieben. Baba is you and float. Flag is win. Hier sterben wir, ne? Einfach nur mal getestet, damit wir es auch mal gesehen haben. Water is hot. Kriegen wir ein Water is you hin? Weil Flag ist ja nicht float. Das heißt, selbst wenn wir es jetzt durch die Schädel schaffen, also wir müssen es irgendwie auf die andere Seite des Flusses schaffen, um dann unser Float aufzulösen, glaube ich, ist die Idee. Aber man kann nicht machen Baba and Float, ne? Das geht nicht. Man braucht davor. Man muss da vorne einen Ist-Satz bilden. Ups. Der Klassiker. Is you and float. Ah, guck mal, wir könnten zum Beispiel machen Water is hot and float. Das heißt, das Wasser fliegt und wir können einfach unten durchgehen. Ah! 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 Nice! Okay. 3. Weiter geht's. Bridge Building. Island 3. Okay, jetzt haben wir. Text ist float. Oh wow, jetzt haben wir sogar noch einen Repräsentanten für Text selbst. Meine Herren, jetzt glaube ich, haben wir schon ein Abstraktionsniveau hochgestiegen. Also, ich kann keinen Text beeinflussen. Ah doch, ich fliege anscheinend auch. Doch, Baba is you? Warte mal. Baba is you, Rock is push, Flag is win, Text is float. Hedge is stop und Water is sink. Aber warum kann ich denn den Text bewegen, wenn ich selber nicht float bin? So, der Level heißt Bridge Building, das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Ah, der sinkt auf den Grund und dann kann ich drüber gehen, verstehe. Aber den Rock kriege ich nicht, okay. Rock is push. Müssen wir wieder unser kleines Is-Spielchen machen, oder wie? Aber das geht nicht, solange das definiert ist. Rock is push. Dann sein Spielchen machen. Aber ich verstehe nicht ganz, was Text is float bedeutet. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Ding. Immer die neue Mechanik ist oft die wichtige. Was bedeutet es, dass Text is float? Was heißt es? Ich sterbe immer noch, wenn ich Sachen auflöse. Ich sterbe auch, wenn ich hier reingehe. Rock is push. Ich verstehe nicht, was der Unterschied ist bei Text is float. Also den Stein kriege ich ja erstmal nicht so. Das ist das Grundproblem. Text is float. Ah, ich kann Text vielleicht... Ich kann Text doch normalerweise auch drüber schieben, oder? Heißt es, ich kann mit dem... Warte mal, angenommen, ich mache hier den frei.
mach jetzt Rock is. Und will das dann drüber schieben. Zu Rock is Win. Ah, okay, das geht. Aber das geht auch mit normalem Text auch, oder? Ganz verstehe ich es nicht, aber anscheinend, weil vorhin hatten wir ja mit dem Is geschoben und mit fliegendem Text kann man dann nicht schieben, oder wie? Boah, das ist bestimmt so ein ganz wichtiges Element, das ich jetzt nicht verstehe. Das ist wie Latein 5. Klasse, wo du eine Woche nicht aufpasst und dann sitzt du in der 8. Klasse und denkst dir, ich verstehe kein einziges Wort. Wie konnte das passieren? Okay, vielleicht ist das jetzt genau der Vergleich, weil jetzt haben wir kein Text ist float, sondern Rock ist float. Also, damit kann ich jetzt Rock nicht sinken, nehme ich mal an, ne? Ja, okay, haben wir. Cool. Rock is push, Baba is you. So, jetzt können wir... Was können wir jetzt damit erreichen? Water is sink, hedge is stop, flag is win. Also, wir können wahrscheinlich sowas machen, dass wir die nebeneinander legen und drüber schieben. Dann, wenn wir Push auflösen, können wir nicht, ja, weil die ja floaten, ne? Klar, da kann ich nicht drauf. Eine fliegende Brücke sozusagen. Jetzt machen wir unseren alten Trick, dass wir einfach willkürlich Dinge durch die Gegend schieben. Oh! What? Ach so, weil Text nicht floatet, geht der Text im Wasser unter. Jetzt haben wir aber eine Verschiebung von zwei Ebenen. Man kann jetzt Text wie physische Objekte nutzen. Ist das etwa die Idee dieses Spiels? Weird. Alles klar, weiter geht's. 5, wir halten uns ganz klar an den Zahlenstrang. Der Zahlenstrang ist mir heilig, da wird nicht übersprungen. Water is sink, Baba is you. Cog is push. Text is float. Also, ich habe hier diese Zahnräder. Ah, oh Gott, da ahne ich schon Levels, wo man die dann so in eine Reihe machen muss und dann drehen die sich und dann Cork ist Rotate und so ein Kram und ach Gott. Das wird furchtbar. Das wird furchtbar. In Folge 20. Rocket Beans hat mittlerweile zugemacht. Alle Mitarbeiter sind weg. Nur ich sitze noch alleine hier und spiele irgendwie Level 60 von 200. Okay, Text ist float. Können wir einfach machen, Text ist win? Ah, verstehe. Okay. Der geht unter. Das heißt, wir müssen win irgendwie rausdrücken, bevor wir ihn... Oh nein. Oh, das wollte ich nicht. Aha. Also, wir müssen unsere zwei Cogs mit G, ne? Nicht, dass mir jetzt irgendwas hier geklippt wird. Text is float, water is sink. Text is float können wir nicht auflösen. Aber wir können natürlich wieder unseren guten alten Schieberoni machen. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ja, ist doch mal ein Anfang. Jetzt schieben wir den wieder, drücken wir den wieder raus. Können wir jetzt Text is win machen? Guck mal, das ist doch mal das Text is win. Warum kann ich nicht auf Text? Weil Text nicht floatet vielleicht. Okay. Sekunde. Sekunde. Also, diese Corks können wir ins Wasser werfen und damit Brücken kreieren. Aber sie schieben gleichzeitig auch, weil Cork ist Push. Das heißt, wir schieben dann Win auf ein Feld, in dem noch Wasser ist. Also, was können wir dagegen tun? Nichts. Gar nichts. Weil Cork is Push können wir nicht auflösen. Wir können Baba is You halt so ein bisschen hin und her schieben, klar. Man denkt, man hat eine neue Identität, aber es ist einfach dieselbe, nur einfach zwei Felder nach links geschoben. Glaube ich, kennt jeder von uns, der versucht hat, sich neu zu erfinden. Text is Float. Oh, sorry.
Text is float. Aber ich glaube, das ist schon der richtige Ansatz, dass wir das hier rausdrücken. Win. Was ist unsere Gewinnbedingung? Cork is win vielleicht, oder? Cork. Cork is win. Dann müssen wir alles nach rechts rausdrücken. Zonk. Zonk. What? Was war das denn? Ah, der Text fällt ins Wasser. Fick dich, Text. Deutsch abgewählt. Nein, ich habe keine Korks mehr. Korg. Ich sag gar nichts mehr. Warte mal. Text is float. Ja, wenn wir jetzt float abknappen, dann haben wir keinen is mehr. You never wanna be without is. Wohingegen, wenn wir den win wieder wegdrücken, bringt das gar nichts. Gar nichts. Bringt da gar nichts. Ich glaube, müssen wir neu anfangen. Vielleicht müssen wir den von der anderen Seite schieben. Weil dann verlieren wir unser Float und das Float ist uns eh nicht so wichtig. Ups. Sorry. Okay, gut. Vergesst es sofort. Also, angenommen, ich werfe 4-1 ins Wasser. Zonk. Hol mir das dann. Schieb 1 nach rechts. Ich will ja is haben und win will ich haben. Aber die sind beide, das ist schwer zu kriegen. So. Also ganz kurz nochmal. Wir brauchen Korg is win am Ende, ne? Das ist die einzige Möglichkeit. Wir können Baba is win. Stimmt, wir können Baba is win machen. Ja, stimmt. Brauchen keinen Korg. Zonk. Zonk. Warte. Nein. Batz. Nee, das haben wir doch gerade klüger gemacht. Wir waren doch gerade schon mal klüger. Warte mal, wo war ich so klug? Genau, ich glaube, wir haben einen hier reingesemmelt. Dann den rausgedrückt. Jetzt brauchen wir einfach nur, schieben wir das noch, dann müsste ja das ist frei werden. Ich will nicht sagen, dass das geplant war, aber es spielt mir auf jeden Fall in die Hände. Und dann machen wir einen guten alten Baba is Win-Win. Das ist doch der schönste Win. Der Baba is Win ist doch der schönste Win. Okay, 6 und dann 8. Der Zahlenstrang ist anscheinend nicht mehr gültig in diesem Spiel. Wird auch aufgelöst. Space Wait. Keke ist Defeat. Das wusste ich von Anfang an. Defeat. Boat is Push. Move. Boat is Melt. Win. Wall is stop. Space wait. Baba is you. Skull is hot. Space wait? Ich drück mal Space. Achtung. Die Zahnräder drehen sich, wenn ich Space drücke. Okay. So, was haben wir? Wo steht unser Win überhaupt? Hier ist also Win ganz verloren und alleine. Haben wir einen Win. Gut.
Okay, erstmal in die Ecke drücken. Das haben wir in dem Spiel gelernt. Die wichtigen Begriffe erstmal direkt in die Ecke drücken. Moment mal, können wir nicht einfach direkt Bold is Win machen und den Rest des Levels ignorieren? Nein, geht nicht. Geht nicht. So, Keke ist Defeat, Alter. Der geht mir auch auf die Nerven, ey. Den kann ich nicht haben. Bold is Push, Move. Also, den Blitz kann ich bewegen. Bold is Melt. Also, wenn der in was Heißes geht, dann ist er kaputt. Hier haben wir einen Defeat übrig. Kann ich den Bold hier? Okay, das geht hier. So, wie kamen wir an Keke vorbei? Muss ich an Keke? Ich check grad gar nicht. Also wahrscheinlich ist die Idee, dass ich irgendwie hier hinten rumkomme, damit ich schieb, drück, um dann gewonnen zu haben. Dann kann ich mit dem Win machen, was ich will, und dann passt's. So, um da durchzukommen, muss ich irgendwie hier reinkommen. Dafür muss ich an den hier vorbei. Skull is hot. Und Keke ist erstmal ein Problem. Defeat selber ist aber erstmal keine Gefahr. Ah, okay. Kann ich schieben. Bold is push. Okay, das heißt, ich kann Skull is hot auflösen, indem ich die Begriffe hier wegdrücke. Ah, ich bin ja gar... Ah, Bold... Warte, was ist Melt? Ach ja, Bold ist Melt. Aber ich bin nicht Melt. Ich habe ja eigentlich keine Angst vor Hot. Sekunde. Machen wir nochmal neu. Wir müssen es erstmal erschließen. Also, Bold ist Melt. Also, Bold stirbt bei Kontakt mit Skull. Defeat ist erstmal kein Problem. Move. Was genau bedeutet Move? Was bedeutet Move? Wir probieren mal aus, was passiert, wenn ich Bold is Move mache. Ah, dann haben wir, genau, das ist diese weirde Bewegung, der immer... Ah, der kann nur in seiner... Der kann nur nach horizontal sich bewegen. Okay, vielleicht können wir das ja direkt nutzen. Indem wir mal Bold einfach mal auf eine Alleinreise schicken. Zonk. Bold is Move. Nein! Moment mal, wodurch wird die Richtung von Bold festgelegt? Ich weiß, das hatten wir alle schon mal. Ja. Links. Immer links. Geht es darum, welche Bewegungen... Ah, jetzt ist er vertikal. Vielleicht ist er jetzt wieder horizontal. Nee, jetzt ist er immer noch vertikal. What? Ganz kurz, wie funktioniert Move? Ganz kurz. Ganz kurz, weil ich meine, die Erklärung, wie Begriffe funktionieren, da das können wir auch abkürzen. Ich frag mich, in welche Richtung. Es ist egal, in welche Richtung ich steuere. In die Richtung, in die du es bewegt hast. Ah, alles klar. Jetzt bewege ich es nach rechts. Also horizontal. Also geht nur horizontal. Wohingegen, wenn ich zum Beispiel sowas mache, geht auch nur horizontal. Aber ich habe es doch gerade nach unten geschoben. Moment, also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Spitze des Blitzes gibt die Richtung vor. Ah, verstehe. Ah, und immer wenn ich es bewege, verändere ich die Richtung. Jetzt haben wir es. Dankeschön. Ah, alles klar. Verstehe. Cool, okay. Also können wir es so ausrichten. Und dann... Schieb. Oh, das sind so viele Begriffe auf einmal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld, dass ich die mir jetzt erstmal alle erschließe, die neuen Begriffe. Vor allem, was dieses Wait bedeuten soll, habe ich noch gar keine Ahnung. Ich glaube, das wird der letzte Level heute. Also, falls ihr noch was vorhabt, geht jetzt am besten.
Defeat. Skull is hot. Bolt is push. Bolt is move. Bolt is defeat. Okay. Keke is defeat. Was hilft es mir? Also, was muss hier passieren? Kann ich nicht einfach da durchlaufen? Jetzt verstehe ich, was das Problem ist. Wenn ich da durchlaufe, aktiviere ich Skull is Defeat und komme nicht mehr raus. Also, was ich zum Beispiel machen könnte, ist, ich entferne Skull durch den Bolt. Ich gehe hier hoch, mach Bolt is Move, drück den Skull. Ja. Okay, jetzt glaube ich, haben wir das Rätsel schon langsam verstanden. Ich muss diesen Skull wegschieben, damit nicht Skull is Defeat entsteht, wenn ich Defeat hier reinschiebe. Kann den Skull aber nicht wegschieben, weil Bolt is Melt. Also wird von Hot, Skull is Hot, besiegt. Dagegen kann ich auch nichts machen. Also, jetzt muss ich es irgendwie hinkriegen. Bolt is push. Wenn ich ihn pushe, dann geht er. Warte mal, kann ich einfach den Klassiker Wortdruck machen? Sowas? Ah, dann löst der Baba is you auf. Okay. Also brauchen wir an der Stelle einen Blitz. Oder? Also brauchen wir einen zum Beispiel so. Oh Gott, die ganze Quatsch hier war erstmal nicht. Ich brauch Worte. Worte sind meine Waffen. Jetzt stirbt der Bolt direkt. Mit diesem Space Weight gemeint. Das ist wahrscheinlich essentiell. Was bedeutet Space Weight? Wenn ich Bolt is Move kann? Ah, dann kann ich ihn mit Space Weight bewegen, ohne mich selber bewegen zu müssen. Aha, okay. Vielleicht ist das ein Thema. Weil wenn hier Bolt is immer Melt. Das heißt, kann ich mich selber durch den Bolt hier hindrücken lassen? Nee. Was muss hier sein? Hier muss der. Hier muss was anderes als Defeat stehen. Zum Beispiel Push. Oder? Indem ich jetzt Push benutze. Ich muss es erstmal ein bisschen checken. Gib mir eine Sekunde. Defeat wird immer der erste Begriff sein. Der wird immer hier stehen. Also wird er immer Skull is Defeat. Das ist ein Problem. Kriege ich es irgendwie hin, dass Defeat nicht der erste Begriff ist? Erstmal auf die Ebene bringe. Bringt auch nichts, weil der nicht an dem Tod. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, diesen Begriff hier aufzulösen. Entweder ich verschiebe den Skull
was wahrscheinlich besser werde, aber hier haben wir leider einen Keke, durch den Baba nicht durchkommt, und hier haben wir einen Totenkopf, durch den der Blitz nicht durchkommt. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen es eher durch diesen unteren Weg machen. Aber dann wird immer hier Defeat stehen. Aber kriegen wir es hin, dass wir mit dem Bolt hier runterfahren? Eigentlich nicht, oder? Wie soll das gehen? Weil da müssten wir die Ausrichtung des Bolts immer ändern. Okay, warte mal. Was ist, wenn wir den mal hier hin pushen? Und dann das Push hier hin pushen. Und dann Bolt is Move machen. Und dann den hier durchschieben. So, Skull is Defeat. Okay. Oh, warum? Ach so. Ah, ich kann den nicht in der letzten Sekunde... Ah, doch. So, kann ich in der letzten Sekunde wieder loslösen. Jetzt haben wir... Kriege ich jetzt den Blitz wieder irgendwie, indem ich so... Nee, der bewegt sich immer in die gleiche Richtung. Okay, verstehe. Aha, aha, aha. Warum ist der Bolt jetzt nicht kaputt? Ach, weil Skull nicht mehr hot ist. Okay, So, was brauchen wir jetzt? Hat uns das jetzt was weitergeholfen? Ah ja, Skull is Defeat. Okay, also wir müssen... Wir müssen Skull is Push. Aber das geht nicht, weil hier steht immer Defeat. Es sei denn, wir lösen Baba is You auf. Skull is Push. Wenn wir Skull is Push hinbekommen, dann funktioniert's. Wir müssen vielleicht Skull is Push hier in die obere Ebene drücken. Das machen wir mit unserem... Ah, dann haben wir kein Is mehr für Bolt is Move. Vielleicht reicht's. Wenn wir Bolt is Move haben, dann können wir Push benutzen, um mit Push... Dann haben wir Push is Hot hier stehen. Aber wir kommen eh nicht hier vorbei, weil der Blitz dadurch sterben würde. Push. Push, Blitz. Push, Blitz. Blitz tot, Skull unberührt. Okay, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Ich werde mir diesen Level intensiv anschauen und mal gucken, ob ich einen Lösungsvorschlag... Stopp. Was? Fertig. Ach, ich bin fertig? Ja. Wir sind schon durch, oder was? Ja, ich habe gerade erst angefangen. Mensch, die Zeit verfliegt, wenn man keine Ahnung hat, was man tut. Aber ich würde sagen, wir haben einiges geschafft. Ich bin stolz auf mich und wir werden dieses Spiel auf jeden Fall knacken. Seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Ich weiß nicht, ob wir das wöchentlich machen können oder nicht, aber haltet auf jeden Fall die Augen auf im Sendeplan. Ansonsten natürlich heute 17 Uhr Creepjack noch für euch, 19 Uhr Verflixte Klicks, wie immer, überhaupt kein Problem. Ansonsten jetzt fantastischer weiterer Content, bleibt einfach dran. Es war mir eine Freude, vielen, vielen Dank für alle, die geduldig geblieben sind. Es ist ein schweres Spiel, es ist nicht ganz leicht, da durchzusteigen, aber wir kommen weiter, wir werden besser und es wird immer besser. Haut rein, macht's gut, wir sehen uns später noch. Macht's gut, ciao.